Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer, der Tiberium-Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GDI. Ganz genau, liebe Leute, und wir sind hier nach wie vor bei den Nachholmissionen und wir haben tatsächlich nur noch 5 Stück übrig. Wir haben beim letzten Mal diese Dr. Möbius-Mission erledigt. Und genau, Leute, dann gehen wir jetzt mal los. Orca-Entzug. Oh nein. Ich glaube, ich weiß, was für eine Mission das ist. Naja, egal. Orca-Entzug Slowenien, Leute. Los geht's mit der Cutscene. Alles klar. Achtung. Übertrage neue Informationen zum Thema Tiberium-Gefahren. Tiberium ist nach dem italienischen Fluss Tiber benannt, wo es zum ersten Mal gefunden wurde. Es gibt heute mehr als 200 Gebiete auf der Welt, in denen Tiberium-Lager entdeckt wurden. Tiberium scheint sich von selbst auszubreiten. Fortbewegungsmethode ist unbekannt. Dr. Möbius, unsere Zuschauer wollen wissen, was genau ist Tiberium denn nun wirklich? Also molekular ist es ein nicht auf Kohlenstoff basierendes Element, das offenbar starke metallische Eigenschaften besitzt, sowie eine nicht resonante, umkehrbare Energie mit dem Hang, kohlenstoffbasierende Molekularstrukturen zu zerstören, mit inkonsequenten und ungleichen Positronen im Orbit auf dem 1., 2. und 9. Quarkring. Wow, ist das gut oder schlecht? Sagen wir mal so, Eddie. Die Möglichkeiten von Tiberium sind grenzenlos. Wir wissen jetzt, dass Tiberium nicht nur dem Boden Spurenelemente entzieht, sondern offenbar auch bei der Pflanzenwelt lebenswichtige Mineralien schmarotzt. Kontakt ist für Menschen extrem giftig und endet oftmals tödlich. Vermeiden Sie ihn um jeden Preis. Commander, wir mussten Sie täuschen. Die UN war nicht wirklich gegen mich. Zumindest nicht alle. Aber wir mussten ein kleines Spielchen spielen, um Kane ein falsches Gefühl der Sicherheit zu geben. Ich habe ein paar UN-Fonds angezapft und diesmal erledigen wir den Verrückten endgültig. Morelli, für Sie haben wir auch ein paar neue Spielzeuge. Sie kennen die Geheimdienstberichte über den Orca und hier ist er jetzt. Ich lasse Sie und Morelli mit ein paar dieser Babys aufsteigen und sie ordentlich testen. Konzentrieren Sie sich auf einen Kreis von etwa 50 Meilen Radius um Trieste und schauen Sie, was Sie herausfinden können. So, liebe Leute, ja, da waren sie tatsächlich, die ersten Cutscenes. Und, ich glaube, ich weiß, was für eine Mission das ist. Ja, liebe Leute, da hatten wir eben schon wieder den verrückten Dr. Möbius hier am Start. Oh, hier sind direkt Türme. Wow. Upsala. Entschuldigung, falls ihr das gehört habt hier. So, wir haben direkt Türme hier am Start. Okay, krass. Und, ja, Leute, wie gesagt, herzlich willkommen zurück hier zum, Command & Conquer Remaster. Und, wie wir jetzt hier weitermachen. Ja, liebe Leute, interessante Möbius-Cutscene. Der Typ, der ist ja wirklich ein Verrückter, echt ein Verrückter. Allerdings bin ich mir jetzt gerade unsicher, was für eine Mission das ist. Komm, fahr drüber da los. Fahr rauf da. Wunderbar, mit Act of Instinct passt das doch. So. Jawohl, Leute, was freue ich mich. Ach, ist das schön. Wieder eine neue Aufnahme. Es ist wieder soweit. Es ist wieder Sonntagabend hier. Und ja, dann würde ich mal sagen, da oben, da könnte gleich was kommen. Ne? Wartet mal. Da oben, da könnte gleich was kommen. Fahr mal da hoch, bitte. Fahr einfach durch da. Das sind jede Menge Türme.
Oh je, nein! Ach, um Gottes Willen. So, Leute. Einfach hierher fahren, weil die können ja nicht... Was? Die können ja nicht auf sich bewegende Ziele schießen, die Artillerie, ne? Was ist das ja? Gut, dann... Stell mal die Panzer bitte links ab. So, dann kann ich die gleich schön abballern. Naja, aber nicht auf den kaputten, bitte. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Jo, freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Conquer Remaster. Und da kommt er doch schon mit zwei Artillerien angekackt hier. So. Nein, 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 nicht schießen. Ach, verdammt, ey. So. Verdammt, aber gut, ich habe ihn erstmal da gehindert, dass er da seine Scheiße macht. Da kommt er wieder angeschissen da und der wehrt sich nicht, okay. Da kommt er angeschissen. Ach du Scheiße, was zur... Ultra. Schön drüber fahren, sehr schön, Leute. Sehr gut gemacht. Und ja, wir können Orcas bauen. Das ist sehr geil, das werde ich auch machen, tatsächlich. Und ja, da kommt er wieder mit drei Gummipanzern an. Ach du Heilige. Das ist schon ordentlich. Alter Schwede. Es ruckelt wieder ein bisschen. Alter Leute, warum ruckelt das denn jetzt hier? Verdammt nochmal. So. Aber zum Glück sind die Panzer blöd. Seht ihr das? Zum Glück sind die blöd. Und schießen einfach nur auf die Männigen. Ja, ich meine. So, komm, drauf da. Die kriegt ihr kaputt. Sehr schön. Alles klar, Leute. Wunderbar, dann. Was macht ihr denn da? Warum sammelt ihr in der letzten Ecke? Ach, liebe Leute. Die guten alten Sammler. Die gute alte Sammler-KI, ne? Und ja. Leute, wie gesagt, Sonntagabend, ist das schon Abend? Ja, 20 vor 6 kann man schon als Abend bezeichnen. Und ja, währenddessen baue ich mir ja weiter meine Orcas auf. Und ich habe wieder Fenster auf. Das heißt, falls ihr irgendeine Musik oder so hört, oder irgendwelche Leute draußen rumgrölen, dann liegt es einfach daran, dass ich Fenster auf habe. Ganz genau, und wir haben hier nur Wachtürme. Na gut. Dann baue ich einfach mal ein paar Wachtürme. Ich meine, haben oder nicht haben, ne? Der kommt da ja wieder mal nur mit Mannequin. Und eine Werkstatt können wir noch bauen. Oh, das ist sehr gut, Leute. Wir können noch eine Werkstatt bauen. Oh nein, das ist aber scheiße. Um Gottes Willen, ey. Steht der da wieder mit einem Turm da? So. Och nee! Wie gewonnen, so zerronnen, wa? Ach du Pennergesicht, echt. Na gut, egal. Die hätte ich eigentlich verkaufen können. Das passt schon. Das passt schon. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Die fünftletzte GDI-Nachholmission. Es ist ja jetzt wirklich nicht mehr so viel. Und. Naja. Ich meine. Viel ist es wirklich nicht mehr, aber ich bin echt gespannt, muss ich jetzt mal so sagen, ich bin echt gespannt, wie diese Dino-Kampagne wird. Weil, die habe ich nämlich wirklich noch nie gespielt. Tatsächlich, und komm, fahr doch direkt hier rein. Ja, fahr am besten noch in den Turm rein, du bist eine Granate-Sammler. Was? Oh nein, das ist jetzt aber kacke. Das ist jetzt aber scheiße. Wartet mal, ah, da muss ich die Orcas nehmen, okay. Dann nimm bitte die Orcas und, haha, schön verteidigt hier mit Stil. Weiter geht's, los. Ja, komm, ist gut. Komm, ist gut. Hör auf. Du Penner. So. Mach mal Pause bitte. So, reparieren. Schön. Ach, Leute. Ihr geht mir auf die Nerven nicht. Och nö, und da kann ich das auch nicht mal. Ja, gut, egal.
Kann ich die aber schon mal nehmen? Und hier diesen Turm wegmachen, genau. Dann kann ich nämlich hier vorne sammeln. Babam, babam. Ha, sehr schön. Und das Wendigen direkt. Wunderbar. Gut. Leute, dann haben wir uns gleich aufgebaut. Und dann werde ich einfach Kampfpanzer bauen, genau. Und ja, dann Gegner damit platt machen. Aber erstmal kümmere ich mich hier um seine... nein. Hier, um seine Türme. Und, genau, die kriegen wir alle platt hier. So, ja, der ist gelb. Ja, gut, egal. Komm. Dann gehst du bitte da unten sammeln und dann habe ich jetzt zwei... Brauche ich vielleicht noch mehr? Ja, einen baue ich noch hier hin. Kann sein, dass ich den noch da brauche. So. Da kommt das Wendigen angeschissen. Das kann er ruhig versuchen, ist kein Problem. So, babam, babam. Drei Orcas reichen immer für einen Turm. Das ist immer so die Faustformel hier. Und genau, dann... Ach Quatsch, warte mal. Ich brauche erstmal den Jeep hier. Um zu erkunden. Danach dann die 25 Kampfpanzer. So, Leute. Dann probiere ich nochmal, ob ich das abspeichern kann. GDI Mission 10. Es funktioniert. Okay, sehr gut. Das heißt, dieser Speicherbug war tatsächlich nur in der letzten Nordmission. Ja, Orcas kommt. Mach diesen Turm weg. Ach du Scheiße, was hat denn der hier alles? So, ey. Nein! Lass dich noch im gelben Bereich schießen, ey. Gummipanzer, geh aus dem Weg. Geh aus dem Weg hier. Ich brauch diesen Jeep noch. Ich brauch den noch. Huhu. Okay, dann machen wir Pause. Geht mir ein bisschen zu langsam, muss ich ehrlich sagen. Wartet mal. Warum mal bitte den Sammler? Die Kohle, die brauchen wir hier ein bisschen lange. So, dann Orcas, helft bitte. So, aber bum bum. Sehr schön. Bum bum, ja, so kann man es auch sagen. Sehr, wie nennt man das? Scheiße. Sehr, literarisch? Oder wie nennt man das? Ich hab's gerade nicht im Kopf, das Wort, was ich suche. Sehr wortgewandt. Keine Ahnung, ey. Ist mir auch egal. Ist mir egal gerade. Ich baller mich hier durch. So, der Sammler, der kann bitte helfen. Sehr gut. Was will denn jetzt die Artillerie? Was will denn jetzt mit der Artillerie? Komm, so hier. Weiter geht's. So, dann habe ich jetzt meine drei Sammler im Einsatz. 24 waren das noch, ne? Genau, Leute. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. Mir geht's sehr gut. Auch mittlerweile... raus da. Mir geht's sehr gut mittlerweile. Liegt halt auch daran... Oh, schaut mal hier, das sieht ja geil aus. Das ist ein kaputter Orca, ne? Schaut mal. Das ist ein kaputter Orca. Interessant, das habe ich so noch gar nicht... habe ich so noch gar nicht festgestellt, dass es ein kaputter Orca ist. Ja, geil. Dann helft mal mit. Ja, komm dann. Super. Genau. Und wie haben wir euch? Mir geht's sehr gut. Es liegt einfach auch an der Tatsache, dass wir jetzt unseren Impftermin haben. Jawohl, Leute, wir haben endlich einen Impftermin für die ganze Corona-Geschichte. Und ja, das freut mich sehr. Die Orcas, die können wir das da platt machen. Ich brauche noch einen, ne? Ich brauche noch einen Orca. Oh, na gut, egal. Dann schießt die Bürger kaputt. Das ist eine Kirche. Ja, Leute, wie gesagt, wir kriegen bald unsere Impfung gegen Corona. Und ja, was macht der da? Warum macht er dieses Dorf platt? Bam, so. Warum macht er dieses Dorf platt?
Keine Ahnung, ich brauche einfach noch einen vierten Orker. So. Kriegen wir da Geld raus eigentlich? Das wäre cool, wenn man da ist. Ah. Ja komm, das schaffst du auch so. Maschinengewehr. Oh, warte mal, jetzt ist mein Bildschirm gerade aus. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, manchmal geht mein Bildschirm einfach aus. Ich habe keine Ahnung, warum. Naja, gut, egal. Das soll uns hier nicht dran hindern. So. Und, ja. Liebe Leute, erzählt mal, wie es bei euch so ist mit Impfung, wenn ihr es erzählen wollt. Wie gesagt, meine Meinung kennt ihr. Wir werden bald geimpft. Und wow! Das sind viele. Aber hier unten ist halt echt schon die Basis, ne? Ja, fahren wir da unten her. Shit. Und tschüss. Hier kriegt die Benigen sogar platt, oh mein Gott. Ja, danke schön. Dann haben wir ja auch jetzt den vierten Orca. Sehr schön, Leute. Wie gesagt, erzählt ruhig mal. Wird mich auf jeden Fall interessieren. So. Kriegt ihr den auch noch weg? Glaube ich nicht. Nee, leider nicht. Okay, gut. So, 7 Kampfpanzer sind fertig. Dann können wir weiterbauen. Und währenddessen hier. Och, nö. Schau mal meine Uhr oben. Ja, dann brauche ich nochmal einen Alarm hier. Meine Uhr, 10 Minuten waren das, glaube ich, noch. Und ja. Liebe Leute, dann würde ich sagen, ich kriege langsam einen trockenen Hals hier. Das heißt, ich werde mal einen kurzen Schluck hier trinken. Rheinfels Lemon. Beste Getränk. So, ach Leute, ich sag bei jedem Geschmackswasser, dass es das beste Getränk ist. Ich weiß, aber was soll ich machen? Es gibt einfach so viele gute Wassersorten. Und ich kann gar nicht verstehen, wie manche Leute kein Wasser mögen können. Ich meine, Wasser mit Geschmack ist das beste Alternativgetränk zu Cola und so. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. So, dann sehe ich, dass hier oben das Geld gerade ziemlich knapp wird, ne? Ja, der sagt, er hat der Flugzeug. Flax, okay. Sammler, komm du mal bitte hier unten hin und sammel mal hier unten ein. Kurf dich mal da rum. So. Und, ja, da hoffe ich, dass die Kohle hier noch ausreicht gleich. Für die 15 restlichen Kampfpanzer. Und ja, das ist ja der Vorteil bei der GDI, dass die halt die besseren Panzer haben. Aber die Nutti haben halt diese scheiß Obelisken da drin. Na, Obelisk des Lichtes, ja. So, Hubschrauber, dann macht ihr es mal bitte. Dem seinen Sammler platt. So, und drauf da. Sehr gut. Na schade, hat nicht gepasst, okay. Nein, 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 um Gottes Willen. Wahahaha. Okay, raus da. Nicht in die Basis ziehen lassen. Bitte nicht, Leute. Was machst du denn? Arbeitsverweigerung wieder hier, du Sack. Dieses Sackgesicht, ey. Na gut. So. Hubschrauber wieder am Start, sehr gut. Kann ich ihm seinen Sammler wegballern hier? So, los. Bleib stehen. Komm, den kriegt ihr. Boah, schade. So knapp. Aber jetzt kommt. Ihr habt euch kurz aufgeladen. Und dann kriegt ihr den jetzt schon. So. Und zack. Sehr gut. So muss das laufen, Leute. Und ja, vom Prinzip ja dann wieder eine ziemlich leichte Mission. Ne? Also nicht so schwer. Nur ich weiß halt nicht, wie groß die Basis hier ist. Ne? Ich gucken, ob die ausreichen. Aber die können sich ja da mal sammeln. Ich meine, der Gegner, der macht ja hier gar nichts. Ne?
Der macht hier überhaupt nichts. Der sammelt hier nur die Kohle weg. Und was macht er denn? Ach, der hat hier ein eigenes Tiberiumfeld. Der Penner hat ein eigenes Tiberiumfeld. Ja, das ist natürlich unfair. Wobei meins bald weg ist. Toll, echt. Und ich muss da 10 Kampfpanzer bauen. Ich brauche noch 8000, ey. Aber gut, liebe Leute. Ich würde sagen, ich mache mit den Orcas mal dieses Dorf hier platt. Einfach nur so, weil ich Bock habe und weil mir langweilig ist. So, bam, bam, und Zivilgebäude platt machen. Genau, als GDI. So. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Die Basis ist soweit aufgebaut. Konstruktion fertig. So, 9 Stück noch. Aber ich glaube, das wird dann ausreichen. Ich glaube auch, dass die Kohle dafür ausreicht, die hier rumliegt. Also zumindest das Feld hier, das reicht ja nochmal für 2 Ladungen, denke ich mal. Und das sind fast 2 Panzer. Und dann hier oben noch da... Ach du... Oh. Ich könnte mir die Kohle hier unten wegklauen, aber das ist halt scheiße gefährlich, ne? Er sammelt hier schön ein. Sehr gut. Und ja. Dann mache ich mal weiter hier mit meiner letzten Aufnahmesession vor dem Antritt meiner neuen Stelle. Ein paar von euch haben es ja wahrscheinlich mitgekriegt. Ich trete bald einen neuen Job an und da freue ich mich sehr drauf. Da geht es am Donnerstag los. Und ja. Wie gesagt, kann ich wieder in meinem alten Bereich arbeiten und das sollte dann doch zu ein bisschen mehr Happiness führen, was den Bereich Arbeit angeht. Freue ich mich echt schon drauf. Und ja, dann. Konstruktion fertig. Der kriegt noch genau die Ladung voll, ne? Wie geil. Alles klar, dann komm rein. Ja, mit dem klaue ich mir jetzt hier unten die Sachen weg. Naja, es reicht tatsächlich leider nicht hier. Ja, nicht aus. Aber ich glaube, wenn der mich hier in Ruhe lässt, ich meine, der kommt ja auch gar nicht angeschissen oder so. Der Gegner, der macht hier gar nichts mehr. Was ist denn hier los, sag mal? Ganz ehrlich, was ist denn hier los? So, du kannst dann auch hier runterfahren scheinbar. Nur wenn der nichts macht, ich meine, dann, dann ist er selber schuld, würde ich sagen. Dann klaue ich ihm jetzt nämlich hier unten die Kohle weg. Ja, aber bam. Und hier direkt weiter ballern. So. Dann kannst du bitte keinen Umweg fahren. Oh, jetzt? Ah, nee, okay. Ich dachte, er kommt da angeschissen. Bababam, aber er kommt nicht angeschissen. Okay. Bababam. Auch ein cooler Soundtrack. So, Leute, dann. Bababam. Los, Jorkas, los. Und, ja. Hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Das Commander & Conquer Remaster. Und, würde ich sagen, machen wir jetzt in dieser Folge noch die Armee voll. Wenn die Kohle denn dafür ausreicht. Und, ja, beim nächsten Mal rollen wir dann rein. Ja, beim nächsten Mal rollen wir dann rein. Und das könnte wahrscheinlich sogar schon ausreichen. Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob das ausreicht. Eine gute Frage, nächste Frage, Leute. Bababam. Du kannst bitte auch hier runter. Bababam. So. Wunderbar, dann. Konstruktion fertig. Nächste Panzer ist fertig. Das könnte sogar reichen. Ist das geil? Ist das nicht geil? So. Die nächsten Tiberium-Ladungen könnten quasi schon dafür ausreichen, die Armee fertigzustellen. Das ist natürlich mal mega nice. So, dann klau ihm bitte hier die Sachen weg. Weil es ist näher dran. Bababam. So. Genau, Leute. Genau, schön diese Sachen einheimsen hier.
Geldmittel unzureichend. Scheiß mal, wie das damals aussah, ey. Boah, ist das übel. Ist das übel, ey. Aber gut. Wir haben die Ladung vollständig. 2100. Das reicht nicht ganz, ne? Was machst du wieder? Was machst du da? Fährst du gefälligst rein? So. Leute, dann. Du fährst bitte in die andere Raffinerie. Sehr schön. Alles klar, liebe Leute. Dann haben wir noch eine Minute. Dann passt das ziemlich genau sogar. Und, ja. Ach, ich wollte doch... Ach, Leute. Tut mir leid. Ich wollte doch mir angewöhnen, dass ich euch nicht immer sage, wie lange die Folge noch geht. Ach, das ist so schwer. Das ist so schwer, sich so Sprechgewohnheiten abzugewöhnen, ey. Das ist unglaublich. Wie gesagt, habt da ein bisschen Nachsicht mit mir. Dauert eine kleine Weile, ne? Geldmittel unzureichend. So. Aber gut, liebe Leute, würde ich sagen, mal speichern. Geiler Soundtrack. So, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Hier geht's beim nächsten Mal weiter. Und ja, wie gesagt, lasst die Glocke läuten. Erzählt's gerne weiter, würde ich mich sehr freuen. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.